Und vielleicht ist ja auch die Fähigkeit, Kinder zu zeugen in den 48 Stunden Katakomben nicht fehl am Platz. Du kannst ein bisschen versuchen, mit deinem gesunden Bein mitzudrücken. Leute, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Denkt nicht, dass mir das leicht fällt. Jetzt, Leute, jetzt ist es soweit. Wir gucken uns an die erste Bewerbung für die 48 Stunden in den Katakomben von Paris. Wir gucken uns mal die allererste an, die auch zuerst online gegangen ist. Von Half-Baked. Ich hab Bock, Platz und Zeit. Meine Wildcard-Bewerbung. Hashtag Katakomben, Katakomben natürlich. So, moin Leute. Also, ich bin Half-Baked, Kai, 28 und hab richtig Bock auf 48 Stunden Katakomben. Hab nur Outdoor-Erfahrung bis jetzt. Schlafsack, ab im Wald. Fertig, das war's. Nur Outdoor-Erfahrung oder null Outdoor-Erfahrung? Ich habe nur verstanden, oder? Jetzt bin ich seit 2 Wochen am Renovieren von der Wohnung. Und normale Arbeit. Und dann nach der Arbeit geht's zu Hause weiter bis abends. Das bringt mich definitiv an die Grenzen und raus aus der Komfortzone. Und ich habe richtig Bock. Ja, in einem Monat kommt das Kind. Bis dahin muss die Wohnung fertig sein. Und darf man da schon mal Glückwunsch sagen? Also man kann ja schon mal Glückwunsch sagen, dass er es geschafft hat, eins zu zeugen, ne? Es hat sich wirklich viel getan in der kurzen Zeit jetzt. Aber ihr werdet leider die fertige Wohnung in dem Video nicht sehen. Weil ich bin auch mittendrin eigentlich. Ich habe schon einiges passiert. Ich habe ein großes Auto, ich habe einen Führerschein. Das heißt, ich kann 4 Leute noch mitnehmen in meinem Auto. Und das Gepäck von euch allen passt da rein. Das ist, denke ich mal, kein Problem. Ihr habt noch einen Fahrer, wenn ihr wollt. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und verzeiht mir, ich habe vorher noch nie irgendein Video geschnitten. Das ist jetzt das erste Mal. Bin echt mal gespannt, wie es wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Also, sympathisch schon mal. Sympathisch, muss ich sagen. Gepflegter, junger Mann. Hat Outdoor-Erfahrung. Hat ein großes Auto. Er kann Kinder machen. Er ist ein Macher anscheinend. Er macht alles selber. Er geht arbeiten. Er macht was? Und vielleicht ist ja auch die Fähigkeit, Kinder zu zeugen in den 48 Stunden Katakomben nicht fehl am Platz. Also handwerklich begabt. Vielleicht können wir ja auch in den Katakomben ein paar Wände einziehen. Weißt du, dann können wir da ein paar Wände einziehen, um uns da unser Headquarter einzurichten. Wir nehmen einfach ein paar Rigipsplatten mit und dann kann er unser Lager bauen. Ach, du bist seine Frau. Ja, herzlich willkommen hier im Chat. Ich hoffe, es geht alles gut. Ich wünsche euch alles Gute für das kleine Ding, was da bald das Licht der Welt erblickt. Und du würdest auch deinen Mann, sag ich mal, 3, 4 Tage entbehren können, ja? 4 Zimmerwohnungen aus, oder? Oh, geil! Also das mit der Küche gefällt mir richtig gut. Also ich stehe ja auf so natürliche Materialien. Das ist, glaube ich, auch hier dasselbe Holz wie der Tisch. Hat er wahrscheinlich auch alles selber gebaut. Das finde ich richtig geil. Also ich mache auch sehr gerne alles selber, was geht. Und das wird, glaube ich, eine geile Küche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Bis in 2 Wochen in der Wohnung passiert. In 2 Wochen? Ja. Nicht schlecht. Ich habe Bock. Ich habe ein großes Auto. 3 Tage frei im September. Kriege ich hin. Auf jeden Fall. Ich säge jetzt noch die letzten paar Sachen für die Wohnung zu. Dann ist für mich Feierabend für heute. Und dann fange ich an, mein Zeug zu packen. Deswegen, das lege ich kurz auf die Seite.
nehme schon mal meinen Rucksack. Geil. Das Wichtigste kommt schon mal rein. Weil das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Kaffee. geil. Bis dann. Nice, ey. Sympathisches Kerlchen, gepflegter Typ. Scheint auch ein ganz ruhiger, entspannter zu sein. Outdoor-Erfahrung. Kinder kann er machen, handwerklich begabt. Sehr gut. Okay, erste Bewerbung ist drin. Stark. Also ich freue mich sehr und auch erstmal Riesenrespekt an dich, dass du dich ohne irgendwelche Videoerfahrung, ohne mal irgendwie vor der Kamera gestanden zu haben, dich da hinsetzt und uns was von dir erzählst und ein Video auf YouTube hochlädst. Also dafür erstmal schon mal einen Riesenrespekt, finde ich richtig cool. Dazu muss man auch erstmal die Eier haben und das ist das, was wir brauchen in den Katakomben. Wir brauchen richtig dicke Eier. Wir gehen auch direkt weiter in die nächste Bewerbung und zwar von Urbex Allianz. Okay, geil, Höhlenmensch. In diesen... Was? Scheiße. Hallihallo meine Freunde der Nacht in der Sonne und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Oh, also ey, geil, schon mal richtig professionell hier mit zwei Kameras. Stark, also geht gut los. Höhle, eng, feucht und dreckig. Ist auf jeden Fall schon mal sein Ding, das ist schon mal gut. Hallo Taco, hallo Leon. Grüß dich. Mein Name ist Jurik Weiß, ich bin 22 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Badenerland. Von Berufswegen bin ich Gärtner für Zierpflanzenbau. Tisch geil. Wie man im Klasse. Hintergrund sehr unschwer erkennen kann. Aber vor allem fühle ich mich sowohl hier drin im Gewächshaus als auch draußen ziemlich wohl. Seit 2022 hat mich und auch meine Kollegen das Lost Place Fieber gepackt. Wir sind losgezogen und haben angefangen, den ein oder anderen Ort zu bereisen. Das Ganze hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir den gesamten Schwarzwald abgegrast haben, in Frankreich, in der Schweiz unterwegs waren. Schwarzwald war ich jetzt auch erst. Da kommt jetzt in 2 Wochen auch das erste Video aus dem Schwarzwald. Da könnt ihr auch sehr gespannt sein. Aber das ist schon mal cool. Also er gibt sich richtig Mühe. Er hat Lost Place Erfahrung. Er hat Höhlenerfahrung. Er ist selbstsicher vor der Kamera. Stark. Und sogar ein Trip nach Italien war dabei. Ebenfalls bin ich bei einer Hilfsorganisation tätig, bei der ich vor 5 Jahren meinen Sanitätshelfer gemacht habe. Auch geil. Guter Punkt, Pluspunkt. Ich bin ja selber auch Rettungssanitäter. Also hätten wir noch einen weiteren Mann dabei, der erste Hilfe leisten kann, wenn es mal gesundheitliche Probleme geben sollte. Dementsprechend kenne ich mich auch mit erster Hilfe ziemlich gut aus. In meinem Auto habe ich deswegen immer meinen eigenen Rucksack dabei, um in Notsituationen geil, schnell und zuverlässig helfen zu können. Geil, geil. Und genau darum soll es heute gehen. Ist es möglich, alleine eine Crashrettung durchzuführen? Aus einem Bunker, der zudem nur einen verdammt kleinen Zugang hat? Film ab. Hallo meine Freunde der Nacht und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin heute mit dem guten Nico unterwegs. Moin meine Freunde, schön, dass ihr heute auch wieder mal eingeschaltet habt. Moin meine aktiven Freunde. Checkt unbedingt mal sein Insta aus und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Bunker. Oh Mann. Jawoll, ey. Geil, Alter. Geil. Leute. Oh mein Gott. Ah, geil, Mann. So. Wir haben es nach drinnen geschafft. Guckt euch mal einfach um kurz, ja. Hier einfach mega eng da vorne sind. Aber Bunker? Hat er nicht was von Bunker gesagt? Sind wir reingekommen und hier hinten
geht's jetzt gleich weiter. Da ist nochmal ein Gang. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in der Richtung weiter. Hier wird schon wieder mächtig eng. Guckt euch mal das an. Hier einfach so ein dicker Spalt und dann hängt hier dieses Stück Stein runter. Alter, das ist einfach dermaßen unfassbar. Und es ist auch vor allem eins unfassbar anstrengend. Ich muss hier jetzt durchrobben. Hey, guckt euch das mal an, wie krank das ist. Da ist okay. Ein immens langer Gang. Hier ist sowas, das könnte mal ein altes Versorgungs- oder so ein Wasserfass gewesen sein. Ich mache mir hier nur mal ein paar Notizen nebenbei, ne? Da geht's ordentlich weit runter. Geil! Hä? Aber was ist das? Weil er hat was vom Bunker gesagt, für mich sah das jetzt eher nach Höhle aus, aber so langsam sieht man da irgendwelche Strukturen. Also ich würde es jetzt richtig abfeiern, wenn die sich gleich darunter abseilen. Da oben ist so seltsames Metall an der Decke. So. Wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar gehen wir mal in diesen... Was? Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ich komme. In so einer Situation ist es wichtig, erstmal Ruhe zu bewahren. Ganz genau. Die 10 für 10 Sekunden Regel. Das heißt, die nächsten 10 Sekunden können entscheidend für die nächsten 10 Minuten in der Sicherung sein. Also schaut euch erstmal kurz um. Wie ist die Lage? Wo ist die Gefahr? Digga, was hast du denn gemacht? Okay, pass auf. Wir machen das jetzt ganz simpel. Ich nehme jetzt die Steine weg. Wir gucken uns an, wie schlimm es ist, okay? Alter, das sieht gar nicht gut aus. Oh, schön draufgerollt. Okay. Meinst du, du kannst aufstehen? Lass mal probieren wenigstens, komm. Nee, irgendwo... oder? Erstmal stabilisieren, nicht. Oder? Okay, pass auf. Heb dich an mir fest. Ich hab dich. Hast du nicht deinen Rucksack dabei? Kannst du das nicht erstmal irgendwie stabilisieren hier? Stabile Seitenlage und beatmen. Das ist natürlich Quatsch. Okay. Ich greife jetzt von hinten hinter dich, ja, und häng dich hier so hoch. Du legst deinen Fuß über den anderen, ja, und ich zieh dich jetzt hier langsam raus. Das ist Adrenalin pur. Also, du bist dann da und du weißt genau, du musst da jetzt jemanden rauskriegen. In dem Fall war es jetzt nur wahrscheinlich eine Verstauchung, aber das weißt du ja nicht. Hat er innere Blutungen? Das siehst du in dem Moment nicht. Du weißt nur, du musst die Person da jetzt rauskriegen. Ich leg dir jetzt hier das... Ja, ich weiß nicht. Also klar, das ist jetzt, ne, ein Szenario, aber hätte man dann nicht erstmal schauen müssen nach der Verletzung irgendwie? Dass man halt dann auch Anamnese betreibt, denjenigen fragt, wo tut's weh, was tut weh, guckt da Knochen raus, und dann vielleicht erstmal das Ganze irgendwie versorgen, stabilisieren? Oder warum auch Crash-Rettung? Also heißt Crash-Rettung, dass man jetzt sofort jemanden bergen muss, ohne irgendwie noch Vorsichtsmaßnahmen zu betreiben oder so? Seil um, ja? Einmal hier und einmal hier. Und jetzt gehe ich ein Stück nach oben. Und jetzt versuche ich dich hier rauszuziehen, okay? Okay, geile Technik. Du musst einfach stark sein. Du kannst ein bisschen versuchen, mit deinem gesunden Bein mitzudrücken. Zieh! Ja. Ah! Okay. Und zieh! Ja! Steine im Rücken. Du musst da jetzt durch. Locher, komm. 1, 2, 3. Alter. Ja, das ist anstrengend. Das ist mega anstrengend. Das ist anstrengend. Aber in so einem Moment, da kickt richtig das Adrenalin rein und da setzt man richtig Kräfte frei. Also das hat er ja eben auch schon so ähnlich gesagt.
Man weiß dann einfach, jetzt musst du funktionieren, jetzt kommt's drauf an, jetzt muss ich alles geben. Da steht ein Menschenleben vielleicht auf dem Spiel. Also ich kenne das aus, ich bin ja selber Rettungssanitäter. Ich arbeite zwar nicht in dem Beruf, aber da geht es dann einfach darum, was hast du in der Ausbildung gelernt oder was hast du für Erfahrung? Und dann wird einfach nur funktioniert, dann wird umgesetzt, dann wird gehandelt. Wir können froh sein, dass die Begebenheit... Ja, das nehme ich auch nochmal. Selbstschutz, ne? Das steht an erster Stelle. Selbstschutz. Was bringt denn jetzt, wenn er sich direkt komplett verausgabt und sich vielleicht noch selber verletzt und die dann beide da liegen? Also auch immer mit der Ruhe, so schnell wie möglich und so langsam wie nötig oder so. Sagt man das nicht irgendwie so? Keine Ahnung, aber auch schon wieder Kacke vielleicht. So waren, wie sie waren. Also alleine war das jetzt schon wirklich eine Tortur. Also ich habe geschwitzt, ich habe gefühlt 10 Kilo abgenommen. Und das wär's also jetzt, ne? Erstmal ein Holy. Das hätte jetzt gerade richtig gepasst, ne? Hätte er sich jetzt gerade erstmal schnell ein Holy angemischt, dann hätte er den auf die Schulter genommen und da rausgeschleppt. Das wär's gewesen, ey. Natürlich, in jedem Moment, wenn wirklich was passiert, das Ganze wieder machen. Aber einfach war das auf gar keinen Fall. Du wirst jetzt deinen Fuß, deinen Verletzten wieder auf deinen gesunden Fuß legen. Und dann gibst du mir deine Hände und wir ziehen dich hier langsam runter, okay? Geht das? Geht das? Aber sehr smart, sehr smart. Ich hab's geschafft, guck mal. Da ist er. Oh mein Gott. Das war eine Tortur, sag ich euch. Das war eine Tortur. Glaube ich, ey. Man hat gesehen, wie schwierig das war. Wir konnten uns jetzt gegenseitig ein bisschen helfen, aber das ist auch der Grund, warum man da niemals alleine reingehen sollte, sondern am besten immer zu dritt sein. Ganz wichtig. Da wären die Möglichkeiten ganz anders gewesen, als so, wie es jetzt war. Deswegen, wenn man ein Abenteuer erlebt, schaut, dass ihr immer zu dritt seid. Das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie unfassbar schwierig das Ganze war, wie unfassbar anstrengend und genauso anstrengend wie das war, genauso viel Bock habe ich auch auf die Pariser Katakomben. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns vielleicht in den Katakomben wieder. Ja, vielleicht. Ciao. Also wirklich, geiles Ding. Hat sich richtig ein Popo aufgerissen für das Video. Also meinen größten Respekt. Also ich entscheide das sowieso auch nicht alleine. Das Ganze werden wir dann in unserer 48-Stunden-Katakomben-WhatsApp-Gruppe entscheiden. Da werden wir eine Umfrage machen mit allen Teilnehmern. Und das wird unter den 11 bestehenden Teilnehmern dann ausgewertet. Wir gucken jetzt aber noch das Video von Forrest Dave, Leute. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich kenne den Dave ja auch persönlich. Das ist ein super cooler Typ. Absoluter Ehrenmann. Auch gerne jetzt schon mal ein Abo dalassen. Der hat auch so richtig, richtig Bock. Ganz klar, er hat keine Vorteile den anderen gegenüber. Wir betrachten das Ganze, wir betrachten jeden gleich. Ich glaube, jetzt wird's gruselig, Leute. Jetzt wird's unheimlich. Jetzt gehen wir rein in die Bewerbung von Forrest Dave. Geil. Geil. Leute, seid gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu meiner Bewerbung für die Katakomben 2.0. Also erstmal zu mir. Ich bin Dave, habe seit 10 Monaten ungefähr einen YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich um Lost Places, Outdoor und das Paranormale dreht. Und ich würde sagen, ich wäre der perfekte Kandidat für die Katakomben, um euch nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Meine Bewerbung wird darin bestehen, hier auf einem verlassenen Friedhof irgendwo im Ausland eine Nacht zu verbringen. Natürlich allein. Irgendwo im Ausland auch noch, ey. Verlassener Friedhof. Geile Videoqualität, geile Mucke. Also ich bin schon richtig drin, ey. Richtig, er hat auch wirklich komplett die 10 Minuten ausgenutzt. Ich glaube aber der Kollege eben auch. Und wir versuchen wieder mit der App
hier Kontakt zu Geistern aufzunehmen. Ich denke, wenn ein Ort gut geeignet ist, dann ist es dieser. Also ich habe hier wirklich nur eine Baumarktplane. Auch einfach draußen so. Ich dachte, er pennt in dieser Kapelle. Da bin ich jetzt 100 pro von ausgegangen. Er pennt einfach so direkt draußen zwischen den Gräbern. Meine Isomatte obendrauf und mein Schlafsack, die würde ich gern hier unten irgendwo zwischen den Grabsteinen an irgendeinen Baum hängen. Und diese, deswegen ist dieses Dreibein dran, die werde ich hier irgendwo bei meinem Lager aufstellen. Ihr könnt ja genau jetzt, in diesem Moment, mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Idee für meine Bewerbung für die Katakomben haltet. Schließlich schlafen wir da unten in den Katakomben mit 5 bis 6 Millionen Toten. Ganz genau. Hier auf dem Friedhof hier liegen nicht ganz so viele Tote, aber ich denke, als Übung reicht es auf jeden Fall aus. Oh, die Mucke, ne? Ich lieb's. Oh, wie episch, ey. Hier geht ein Weg direkt zu dieser Kapelle. Oh, die Soundeffekte. Gleich kommt's dicke, ja. Ich glaube auch, ey. Also, er hat mich auch schon vorgewarnt, dass es krank wird. Ich habe hier absolut null Empfang. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich das, was mich hier ein bisschen am meisten stört. Ja. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Ja. Hier eine Nacht zu verbringen, schön und gut. Allein ist nochmal eine andere Nummer und dann noch im Ausland ohne Empfang. Bin ich voll bei ihm. Mal davon abgesehen, dass du nicht mal jemanden anrufen könntest, um Hilfe zu holen. Also bei mir ist auch immer so das Ding, wenn ich so Overnights mache, ich habe das ja bis jetzt erst einmal wirklich alleine gemacht, beziehungsweise versucht. Man kann sich halt einfach dann viel mit dem Handy ablenken, ne? Man guckt YouTube-Videos, man chattet bei Instagram rum, dies, das. Aber so bist du halt wirklich diesem Grauen, dieser Unheimlichkeit bist du einfach ausgeliefert, ne? Du musst dich ja dann wirklich in dem Moment damit auseinandersetzen. Du kannst dich nicht in dein Handy flüchten. Vor allem auch noch im Ausland. Ich denke mal, jetzt mal so geschätzt, es ist in Tschechien. Gucken, wie die Nacht wird. Ganz genau, in den Katakomben wird auch kein Empfang sein. Ich melde mich gleich wieder zur PU. Alter, die Mucke ist geil. Ich muss unbedingt wissen, was das für ein Titel ist. Also Leute, wir haben es mittlerweile stockfinster und ich kann euch sagen, also geheuer ist mir dieser Friedhof auf keinen Fall. Ich schnapp mir jetzt mal meine Kopflampe. Nicht zu verwechseln mit Kocklampe. 2 Meter. Wir laufen erstmal den Friedhof so komplett ab mit dem K2 Meter und schauen, ob es irgendwo reagiert. Und dann würde ich direkt noch mit der App nochmal schauen, ob hier irgendjemand kommunizieren will. Puh, Leute, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Denkt nicht, dass mir das leicht fällt. Ich habe natürlich mein Handy auf Flugmodus. Ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, hier eh keinen Empfang. Das K2 Meter zeigte leider keinerlei Reaktion, weshalb wir mal direkt zu dem Part mit der Ghosttube App kommen. Vorsichtig sein. Ja, es ist halt, ne, es ist halt eine App. Und gerade dieses vorsichtig sein, das kam ja bei mir und Leon jetzt, wo wir in diesem Schloss in Frankreich übernachtet haben, auch. Ich habe auch gehört, man kann noch neue Wörter in dieser App hinzufügen, weil die hat ja nur eine gewisse Anzahl an Wörtern in dieser Wortdatenbank. Und ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man nochmal Wörter hinzufügen würde. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach eine App, die automatisch nach einer gewissen Zeit irgendwelche random Wörter ausspuckt. Ne? Sofort eine Antwort bekommen. Wahnsinn. Vor was soll ich vorsichtig sein? Ist hier irgendwas, was mir schaden könnte? Also Leute, hier sind wirklich auch so Gräber von Soldaten. Niemand versteht. Niemand versteht. Oh, ich bin gerade voll zusammengezuckt, ey.
Niemand versteht was. Ich habe Gänsehaut hoch 10, ey. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich selber so denke, Alter, bist du nicht ganz dicht. Ich weiß jetzt nicht, wo es genau war, aber hier sind auch einige Gräber verheiratet. Oh, Leute, nehmt mir nicht übel, ich zuck hier jedes Mal zusammen, wenn die App antwortet. Verstehe ich. Wer ist verheiratet oder mit wem bist du verheiratet? Bist du noch da? Würdest du gern mit mir sprechen? Mein Name ist David. Gleich kommt aus so einem Grab so eine Hand auf einmal so raus. Bist du noch da? Wie ist dein Name? Elisabeth. Liegst du hier begraben? Leute, es ist einfach sowas von gruselig hier. Alter Schwede, man steigert sich auch schnell dann rein. Eine Höllennacht, denke ich. Also warum? Was warum? Ja, warum du dich so, warum das eine Höllennacht wird, will sie wissen. Abracadabra. Aber oh, geil, Alter. Ich liebe euch. Wisst ihr das? Dafür liebe ich euch, dass ihr meinen Humor teilt. Ach ja, Elisabeth. Das war so eine schöne Nacht. Also für mich jedenfalls. Also Leute, ich bekomme jetzt keine Antwort mehr. Das war wirklich fucking gruselig. Das mit dem getötet und mit dem ich komme hier nicht weg, das hatte ich so noch nie. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und hoffe, dass ich dann vernünftig schlafen kann. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, eine PU zu machen für die Atmosphäre. Ich werde mal gucken, ob ich überhaupt ein Auge zumache, wenn zwischendrin irgendwas ist. Da melde ich mich. Bitte. Ansonsten würde ich sagen, Leute, gute Nacht, euch und mir. Das Video geht noch 2 Minuten. Und bis morgen früh. Ich hoffe, das war's noch nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Also die Nacht ist überstanden. Alter, sieht er zerknautscht aus, ey. Geil, ey. Wir haben es 5.21 Uhr. Also die Nacht war ja nicht so geil, muss ich sagen. Es ging vom Schlafen her. Ich war immer wieder wach, weil ich permanent gedacht habe, dass mir hier hinten unter meine Baumarktplane irgendwas drunter krabbeln will. Mäuse oder so. Das hat immer wieder geraschelt. Und ich hatte einen Traum gehabt, durch den ich aufgewacht bin, dass mich irgendjemand im Gesicht berührt hat. Das war also meine Challenge, Leute. Eine Nacht auf einem verlassenen Friedhof für die Bewerbung für die Katakomben 2.0. Mich würde es freuen, natürlich, wenn ich mit in die Katakomben dürfte, mit dieser ganzen verrückten Truppe da. Ich würde es aber natürlich auch jeden anderen Bewerber gönnen, die Chance zu kriegen. Ehrenmann. Ich hoffe, dir, Leon und Taku und der ganzen anderen Katakomben-Crew gefällt meine Videoidee. Und ja, dass euch das verrückt genug war. Ansonsten würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Geil. Jetzt ganz ehrlich, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Weil der Hype war groß. Der Hype war groß und zwar wurde ich, was heißt gespoilert, aber mir wurde halt gesagt, es wird richtig, richtig krass, richtig heftig. Und also, sagen wir mal so, geiles Video, geile Sounds, geile Qualität, geiler Typ sowieso, ein absoluter Ehrenmann, ich mag den richtig gerne. Geile Idee, alleine auf dem Friedhof zu pennen. Dazu muss man schon mal Eier haben. Also dafür schon mal auf jeden Fall meinen größten Respekt. Der Dave wäre auf jeden Fall auch eine Bereicherung. Ich fand's geil, es war durchgehend spannend, es war nicht langweilig. Ich mag den Dave.
ganz klar nochmal gesagt, er hat dadurch keinen Vorteil, dadurch, dass wir uns schon kennen. Es wird in der WhatsApp-Gruppe eine Abstimmung geben. Also im Großen und Ganzen, geiles Video, geiler Typ und er würde auf jeden Fall unsere bestehende Katakomben-Crew bereichern. So, was ich jetzt nochmal sagen wollte, das hatte ich mir eben nämlich aufgeschrieben, Thema Ausrüstung in den Katakomben. Auch eine Frage hier an euch auf YouTube. Ich würde gerne die Tage mal ein Video abdrehen mit meiner Ausrüstung, die ich mit in die Katakomben nehmen werde. Das wird natürlich auch ein Vorschlag sein für die Leute, die mitkommen. Weil ich war ja schon in den Katakomben, ich weiß, worauf es ankommt, ich weiß, was man dabei haben muss und was man nicht braucht. Deswegen werde ich die Tage mal ein Video machen mit meiner finalen Ausrüstung für die 48 Stunden Katakomben, Schlafsetup, Wasserversorgung, ganz wichtiges Thema, Trinkversorgung, Lebensmittel, Akkus, Taschenlampen, Schuhwerk, Kleidung, Overnight-Equipment, alles, was dazu gehört. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen und seid gespannt, Leute. Haut mir gerne hier ein Like unten rein, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video zur Ausrüstung für die 48 Stunden Katakomben und ich wünsche euch was. Lasst euch gut gehen. Haut rein, ciao.